Es ist eine der aktuell wohl spektakulärsten Neuheiten im internationalen Landtechniksektor. Das 1100 PS starke Widespan-Trägerfahrzeug Nexat besticht mit einem neuartigen Ansatz zur Feldbewirtschaftung. Hier auf unserem YouTube-Kanal haben wir euch die ersten Vorserienmaschinen bereits bei der Ernte in der Ukraine vorgestellt. Wie versprochen geben wir euch in Teil 2 nun ein Update zum Nexat und liefern weitere Informationen zu diesem etwas anderen Ackergiganten. Seit unserem Besuch in der Ukraine im September 2021 hat sich einiges getan. Der kriegerische Überfall durch Russland hat das Land erschüttert. An dieser Stelle möchten wir allen Ukrainerinnen und Ukrainern unseren Respekt und unser Mitgefühl ausdrücken. Im Agrarsektor versucht man vor Ort sein Bestes, um mit den vorhandenen Ressourcen die Felder zu bestellen, um im Sommer wieder eine Ernte einfahren zu können. Nexat hat weiterhin seine zwei Maschinen auf den Agrarbetrieben vor Ort. Unter den gegenwärtigen Umständen kann die Erprobung verschiedener neuer Features in der Ukraine nur eingeschränkt weitergeführt werden. Aber nichtsdestotrotz sollen die Nexat auch in ihrer vierten Saison bei der Bodenbearbeitung, Aussaat, dem Pflanzenschutz und natürlich der Ernte unterstützen. Zum Hintergrund. Das Widespan-Wechselträgerfahrzeug Nexat, welches verschiedene Arbeitsmodule aufnehmen kann, ist der zentrale Baustein eines innovativen Konzepts zur Feldbewirtschaftung. Nach den Grundsätzen des Controlled Traffic bewegt sich der Nexat Jahr für Jahr auf denselben Fahrspuren über das Feld und bearbeitet so den Boden und die Kulturen ganz gezielt nur im Wachstumsraum. Das schont Ressourcen auf allen Ebenen. In Teil 1 haben wir in der Ukraine die Erntearbeiten mit dem selbstentwickelten Modul Nexco angesehen. Mindestens genauso spannend war für uns jedoch der zügige Gerätewechsel bei diesem Systemfahrzeug. Denn dieser dürfte am Ende entscheidend sein, ob sich in der Praxis auch während der Arbeitsspitzen mehrere Aufgaben mit dem Nexat durchführen lassen. Eine Person kann innerhalb weniger als 10 Minuten das Arbeitsmodul tauschen und wie in diesem Fall beim Umschlagen der Witterung von der Ernte auf die Bodenbearbeitung wechseln. Auch tagsüber zu dreschen und nachts den Stoppelsturz durchzuführen wäre denkbar. Interessant ist, dass man bereits intensiv daran entwickelt, den Gerätewechsel in Zukunft komplett automatisch stattfinden zu lassen. Durch den universellen Einsatz wird praktisch aus jedem der kompakt gebauten Arbeitsmodule, die ohne aufwendige Rahmenkonstruktion und Fahrwerk auskommen, ein leistungsstarker Selbstfahrer. Hier zeigen wir den Stoppelsturz in Sonnenblumen. Hochpräzise wird der Nexat per RTK-Spurführung in denselben Bahnen geführt, in denen er auch schon bei der Ernte wenige Stunden zuvor das Feld überfahren hat. Unter Berücksichtigung der 14 Meter Arbeitsbreite und den Raupenlaufwerken kann so ein Maximum an Bodenschonung erreicht werden. Aufgebaut ist eine angepasste Variante des Tanksystems Airhopper. 20 Kubikmeter passen insgesamt in die vier Sektionen. So können je nach Einsatz Dünger oder auch verschiedene Saatgüter mitgeführt werden. Das Maschinengewicht des Nexat verteilt sich gleichmäßig auf die beiden Seiten und ein Aufballastieren ist nicht notwendig. Bei den Bodenbearbeitungsgeräten bzw. der Sätechnik stehen derzeit verschiedene angepasste Geräte aus dem Vedastat-Programm zur Verfügung. In diesem Fall wird die sogenannte Crosscutter-Disc verwendet, mit der auch eine ultraflache Bearbeitung möglich ist. Aus der Ukraine nach Rieste in Niedersachsen. Hinter Nexat steht das Entwicklungsunternehmen Kalverkamp. Clemens Kalverkamp ist in der Landwirtschaft aufgewachsen und ein begnadeter Maschinenbauingenieur.
Er hat im Landtechniksektor bereits zahlreiche preisgekrönte Innovationen hervorgebracht und international große Erfahrung. Mit dem Nexat greift er zusammen mit seinem Sohn eine Idee auf, die in Ansätzen auch schon Jahre zuvor andere Tüftler rund um den Globus beschäftigte. Durch die Verfügbarkeit von neuen Technologien wie kompakten und bezahlbaren Elektroantrieben sowie moderner Steuerungstechnik und natürlich der Satellitenspurführung ist es jedoch erst jetzt möglich, ein Fahrzeug dieser Art zu bauen. Von der Idee im Jahr 2014 und ersten Funktionsmustern bis zur heutigen Hochleistungslandmaschine im Ernteeinsatz war es dennoch ein anstrengender Weg. Felix Kalverkamp hat die Landtechnik praktisch in die Wiege gelegt bekommen. Gleich zu Beginn seines noch recht jungen Unternehmerlebens stellte er sich gemeinsam mit seinem Vater die Frage nach der Zukunft der Feldbewirtschaftung. Unter Abwägung ökologischer und ökonomischer Aspekte und unter Berücksichtigung der Verantwortung, die die Landwirtschaft für die Nahrungsmittelproduktion trägt, entstand die Vision und schließlich das Konzept zum Widespan-Trägerfahrzeug Nexat. Oberste Prämisse ist es, mit diesem Pflanzenbaukonzept die Erträge zu steigern, dabei aber gleichzeitig den Input sämtlicher Ressourcen deutlich zu reduzieren und den wichtigsten Produktionsfaktor, den Boden, maximal zu schonen. Vor wenigen Monaten erhielt man eine Goldmedaille beim renommierten DLG Innovation Award 2022. Die einzige, die in diesem Jahr in der Landtechnikbranche vergeben wurde. Bislang läuft alles nach Plan. Seit 2019 ist der Nexat im ganzjährigen Feldeinsatz und ist auf den Agrarbetrieben in der Ukraine von der Saat bis zur Ernte tätig. Hier in Rieste arbeiten aktuell ca. 80 Mitarbeiter daran, die Serienproduktion des Nexat vorzubereiten und neue Innovationen einfließen zu lassen. Auf dem Testgelände und in der Praxis werden alle Bauteile auf die Dauerhaltbarkeit getestet und Komponenten weiterentwickelt. Ein großes Thema ist auch das autonome Arbeiten. Sowohl in der Simulation als auch auf dem Testgelände geht die Entwicklung in diesem Bereich mit großen Schritten voran. Ein weiteres Themenfeld ist der Antrieb mittels Brennstoffzelle. Der Nexat ist bereits für diese Antriebstechnologie vorbereitet und wird in naher Zukunft entsprechend in der Felderprobung unterwegs sein. In 2022 sollen 5 bis 10 Nexat gebaut und international eingesetzt werden. In Nordamerika soll ein Nexat bereits Mitte des Jahres in der Ernte tätig sein. In Deutschland wird bereits in diesem Frühjahr auf einem Betrieb in Sachsen-Anhalt mit dem Nexat gearbeitet. An einem der ersten Einsatztage haben wir uns die 14 Meter Radmaschine bei der Bodenbearbeitung angesehen. Auf diesem Großbetrieb muss der Nexat nun zeigen, dass er es mit Standardtraktoren und traditioneller Landtechnik aufnehmen kann. Technisch ist dieser Nexat so ziemlich baugleich mit den beiden in der Ukraine stationierten Maschinen. Einzig das Tanksystem wurde überarbeitet. Hier findet die Vorbereitung der Maisflächen statt. In Verwendung ist dabei ein Modul der Kurzscheibenegge Carrier. Im nächsten Step wird mit dem Nexat hier auf dem Betrieb in Sachsen-Anhalt auch Mais gelegt. Dafür läuft auf diesem Betrieb sogar noch ein zweiter Nexat. Dieser ist ausgerüstet mit einem 28-reihigen Aussaatmodul auf Basis der bekannten Vedastat Tempo. Der Mais wird hier mit einem Reihenabstand von 50 cm gesät. Für regional unterschiedliche Abstände lässt sich dieses Maß individuell an die Kundenbedürfnisse anpassen. Das Airhopper-System kann mit flüssigem Dünger oder mit Granulat betrieben werden. Die beiden jeweils 1100 PS starken Nexat bringen es hier gemeinsam auf eine Arbeitsbreite von 28 Metern. Eine beeindruckende Szenerie, die wir hier mit unseren Kameras exklusiv einfangen dürfen. Auch auf den großen Feldern im Osten Deutschlands sind das mächtige Bilder.
Die Entwicklung des NexArt geht weiter. Die Planungen, neue Module mit anderen Landtechnikherstellern in das Programm aufzunehmen, laufen. Darunter unter anderem Hacktechnik und ein Überladeaufbau. Eins ist sicher, wir bleiben auf jeden Fall dran am NexArt. Wer Lust hat, dieses Kapitel Landtechnikgeschichte mitzugestalten, dem empfehlen wir einen Blick in die Rubrik Karriere auf der Internetseite von NexArt oder die direkte Kontaktaufnahme.